Blackout Problems haben den weiten Weg aus München heute zum Rocken am Brocken Festival unternommen. Und wir sind sehr froh, dass ihr jetzt bei uns seid. Hallo. Du hast gerade schon erzählt, es ist euer erstes Mal hier. Ja, das ist. Wir werden heute hier entjungfert. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier sind, weil wir haben schon viel Positives gehört und es ist sehr, sehr schön. Also wir wurden bis jetzt absolut positiv überrascht. Also ich glaube, das wird heute ein guter Tag für uns. Und in eurer Tour-Doku habe ich gesehen, dass ihr wurdet ja, glaube ich, von der Polizei angehalten, weil ihr zu schwer wart und habt dann gesagt, dass ihr öfter mal solche Probleme irgendwie hattet. War es tatsächlich mal irgendwie so gravierend, dass ihr einen Auftritt verpasst habt oder dachtet, dass ihr niemals ankommen werdet? Also denken, dass wir niemals ankommen, das haben wir öfter, also das hatten wir heute auch, weil wir auch irgendwo anders rausgekommen sind, wo wir eigentlich hin wollten. Aber so richtig... Richtig krasse Probleme mit der Polizei, dass wir wirklich ein Konzert absagen mussten, hatten wir Gott sei Dank noch nicht. Natürlich wohnen wir auch in einer Stadt, in der es sehr viel Polizei gibt und wir wurden schon wahnsinnig oft rausgezogen, gerade wenn wir so losfahren wollten. Du fährst mit voller Euphorie los, bis zwei Minuten auf der Hauptstraße und dann so zack, geht halt sofort irgendwie so ein Zivilbulle, sieht uns halt und das ist für den wie ein gefundenes Fressen, aber... Echt? Seid ihr immer ein bisschen illegal unterwegs? Nee, gar nicht. Sondern ist halt ein großer Sprinter mit schwarzen Scheiben und da sitzen junge Leute drin. Also da geht man doch davon aus, dass wir alles haben, von Crack über MDMA bis zu Crystal Meth oder so. Aber wenn sie uns dann ein bisschen auseinandernehmen und merken, dass wir denen auf eine sehr, zwar freundlich, aber auch eine bestimmte Art reagieren, dass wir denen zeigen, so hey, wir haben nichts zu verstecken, ihr könnt bei uns schon alles durchwühlen, da seid aber selber schuld, dann... Ja, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen von der Polizei, muss man hier auch ganz klar sagen. Ihr spielt auch mit anderen Bands zusammen. Also ihr wart ja irgendwie mit Emil Bulls unterwegs und mit Heißkalt. Wie ist das so? Also man denkt sich mal so, wenn Musiker hinter den Kulissen irgendwie zusammen sind, dann feiern die ganze Zeit weiter. Wir haben schon eine gute Zeit mit anderen Bands. Man feiert auch mal mit anderen Bands, aber eigentlich, gerade zum Beispiel, wenn du die Heiß-Kalt-Tour ansprichst oder so, da wurde auch viel einfach auf das Konzert konzentriert. So. Und man hat eigentlich auch sehr so diese Stunde, eineinhalb Stunden auf der Bühne. Das ist so, das ist eigentlich die große Party eigentlich für viele. Und man pusht sich gegenseitig, man tauscht gegenseitig Erfahrungen aus, man befreundet sich, gerade im Fall mit Heiß-Kalt, weil du es gerade angesprochen hast, da ist eine sehr, sehr tolle Freundschaft entstanden und es ist immer toll, andere Musiker kennenzulernen, andere Bands kennenzulernen, die Crews kennenzulernen, da hängt ja auch immer so ein Rattenschwanz an Leuten dabei, die alle meistens zu 99% coole Leute sind und also man kann es nur sehr empfehlen und wenn man dann feiern geht, dann ist es natürlich auch geil. Wenn ihr Konzerte spielt, also du hast ja gesagt, das ist ja quasi die Stunde, die ihr auf der Bühne steht, das ist die eigentliche Party. Gibt es einen Moment, den ihr besonders liebt? Vielleicht wo der Funke sozusagen überspringt, wo wir merken, es sind nicht nur wir, die jetzt diese Energie fühlen und verbreiten möchten, sondern es kommt auch so von allen Menschen, die gerade an dem Konzert teilnehmen, egal wo die stehen und wo die sind, dass es sozusagen einfach eine große Symbiose ergibt. Wenn wir merken, dass das funktioniert, das ist sozusagen eigentlich mit der schönste Moment, weil ab dann kann es einfach nur besser werden und eine schöne Zeit sein. Sehr schön gesagt. Dann danke ich euch für das Interview. Wir sagen danke und wir sehen uns bald in Sachsen-Anhalt irgendwo. Sehr gut.